Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute mal den Stielfreischneider vorstellen. Und zwar ist das FS94C. Das ist die Ausführung mit dem großen Lenker. Es gibt da nur R-Ausführung mit einem kleinen Lenker. Der Vorteil von der Motorsense, die ist sehr leicht im Vergleich zu anderen Modellen und ihr habt Anschlag-Gasregulierung hier, dass ihr die Sense mit weniger Drehzahl betreiben möchtet, wenn ihr zum Beispiel neben die Ränder mäht und das Gras soll jetzt nicht so reinschleudern. Das geht bei den meisten anderen Modellen nicht, da müsst ihr Vollgas arbeiten, ansonsten habt ihr Probleme mit dem Motor. Ihr habt einen Anhängepunkt für den Gurt dabei. Bei der großen Lenkerausführung ist ein einfacher Doppelschultergurt schon im Lieferumfang enthalten. Kann man ganz einfach auf und zu machen, zusammenklicken, umhängen und ihr könnt euch den schön einstellen, entsprechend auf die Körpergröße. Wichtig immer darauf achten, soll er so angehängt sein, könnt ihr mit dem beiliegenden Schlüssel auch einstellen, dass die Sense leicht nach unten zieht beim Mähen. Ihr habt dabei einen Schutz für Faden, der wird einfach hier bloß drauf gesteckt und rastet dann hier ein entsprechend. Und da ist ein Messer dran, was zu lang ist, vom Mähfaden abschneidet. Mähfadenkopf ist nicht dabei. Ihr habt serienmäßig ein Messer dabei. Da braucht ihr den Schutz bloß hier, der ist auch dabei, eindrücken. Dann könnt ihr den so runternehmen. Das ist das normale Grasschneideblatt. Man kann als Zubehör Dickichtmesser oder verschiedene Fadenköpfe haben. Ich verlinke euch wieder im Anschluss vom Video die Sensen mit den ganzen Daten und auch vom Zubehör her, was es da so gibt. Dann vom Startvorgang her, fangen wir noch an. Zubehör dabei ist eine Schutzbrille. Sollte man auch tragen. Besser ist halt über kompletter Gesichtsschutz. Also ich bin da eher Fan von ganzem Gesichtsschutz, weil Schutzbrille, also bei mir als Brillenträger sowieso ungünstig, weil es besser, wenn das ganze Gesicht abgedeckt wird. Das läuft auch weniger an, als wenn ihr bloß eine einfache Brille habt. Einfache Schutzbrille ist dabei. Schlüssel zum Wechseln fürs Messer ist dabei. Und auch ein Stab, wo ihr das Getriebe blockieren könnt, dass es nicht umgeht, dass ihr das runterschrauben könnt und dann das andere Werkzeug montieren. Ihr habt ein schmierbares Getriebe, kann man also rausdrehen und nachschmieren. Dann könnt ihr den Griff einstellen nach Bedarf, einfach hier locker machen. Der Schlüssel ist dabei, dann kann man den Lenker auch nach rechts oder links verstellen oder von der Neigung, wie es euch besser taugt. Ist alles dabei. Dann zeige ich euch mal vom Startvorgang. Also beim ersten Mal, wenn es kalt ist, den Primer hier drücken. So 3 bis 5 Mal drücken. Und dann geht sie hier einfach auf Kaltstart. Da braucht sie bloß hier eindrücken, rübergehen und eindrücken. Der bleibt dann drinnen. Dann habt ihr ja gleichzeitig mehr Drehzahl. Und dann braucht sie bloß anziehen. Der ist jetzt nur leicht warm, deswegen brauchen wir jetzt keinen Primer, aber einen Kaltstart schon, weil er schon bissig gestanden ist. Also wenn er ganz frisch warm ist, braucht sie das nicht machen und das nicht, dann nur anziehen. Ansonsten geht sie da kurz auf Start, festhalten, anziehen. Dann kurz Gas geben, nochmal ziehen, dann läuft er. Dann könnt ihr eigentlich gut umhängen und loslegen. Am Anfang aber langsam Gas geben. Und wie gesagt, hier könnt ihr es begrenzen. Einfach auf Minus drehen, dann geht er nicht so weit. Oder halt wieder volle Power. Also Sicherheit halt immer beachten, Beschreibung lesen. Natürlich Gehörschutz tragen würde ich auch empfehlen. Gescheit Schuhwerk, stabile Hosen, Handschuhe am besten auch und halt immer Sicherheitsabstand für andere Personen, weil wenn es in einen Stein reinmäht oder irgendwo, kann der auch durch die Gegend sausen, dass da nichts passieren kann. Also wenn ihr eine schöne, leichte Sense sucht, seid ihr mit der auf jeden Fall super dabei, mit der FS94C und wie gesagt, die gibt es auch mit dem Rundlenker alternativ auch. Ist der gleiche Vorteil, das halt dann gedacht für schnellen Nehmen.
Wenn ihr wenig habt, wenn ihr mehr macht, ist der große Lenker besser, weil ihr halt schöner manövrieren könnt, sozusagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder Abend. Dankeschön.